Und dann, Aber mir, schaut doch einmal genauer hin. Ihr seid doch in der Anatomie bewandert. Gibt es so etwas wie Adern, eine Fließrichtung der dämonischen Säfte? Ich würde mal genau reinschauen. Gibt es. Und dann, wie damals auf der Arche, ey. Ich folge mal der dicksten Ader und der Fließrichtung wahrscheinlich nach halt. Ja. Ihr könnt den Adern folgen und wenn ihr dann sicherlich 500 Meter seid ihr dann durch den Wall wieder in Richtung des Torhauses unterwegs. Habt ihr euch dann also wieder auf die, auf die Werwölfe zubewegt. Ihr könnt es auch über euch dann mittlerweile hören und mittlerweile könnt ihr dann wohl auch über die Treppen, die ihr gefolgt seid, wieder Schnee sehen, der auf den Treppen liegt, wo es nach draußen geht, nach oben. Nun, wie es ausscheint, ist oben das Zentrum dieses Walds, dort wo die Wölfe sind. Hervorragend. Vielleicht in einem der Tortürme. In einer der Bastionen vermutlich. Nun, wir sind hier. Gehen wir weiter. Ja, Lass mich Treppe hoch oder vorgehen. den nächsten Raum geradeaus? Ich habe mich dann aber mir Ideen. Ich würde mich mal instinktiv nach der Ader richten. Ja, die Ader würde weiter geradeaus zeigen und nicht nach oben. Dann würde ich der Ader folgen. Gut, wenn ihr den nächsten Raum betretet, Türen gibt es nicht, aber es ist dann irgendwie doch abgegrenzt, chaotisch, merkwürdig durch so Wände aus Pflanzen. Es ist alles merkwürdig aus Stein und Pflanze. Ihr seid euch nicht ganz sicher, wo Humus aufhört und dann Erz anfängt. Gerade Boltax ist auch so diese perverse Mischung nicht ganz recht. Bis es dann in dem nächsten Raum einen kleinen Prajoschrein gibt, der hier komplett entrückt aussieht. Als ob ihr hier nicht hingehört. Gebt mir einen Moment, ja? Natürlich. Nehme ich von dem Schrein nieder. Preise stumm, Preis dafür, dass ein Licht auch hier noch einen Halt hat, mitten in dieser dämonischen Verzerrung. Dann erhebe ich mich wieder und trachte den Schrein noch ein letztes Mal in den umliegenden Raum. Nun gut, merkt euch, wo wir sind, aber ich denke, wir können weitergehen. Nun, denkt ihr nicht, dass das ein Zeichen war? Ist auf jeden Fall ein Zeichen, aber. Nun, eines, das uns sagt, dass wir weitergehen müssen. Aber mir, wo geht's denn jetzt lang? Ich würde mal in der Richtung der Ader zeigen, dort lang. Weitere 200 Meter könnt ihr in Richtung des Torhauses zugehen. Immer merkwürdigere, obskure, magische oder kamale, dämonische Rituale, die ihr hier dann entdecken könnt. Über euch hört ihr die Werwölfe, die jetzt vor allem auch draußen sind und dann dort ihr Leben aushauchen oder gegen andere Kreaturen kämpfen. Wildes Blut, was auch in der Luft liegt, und dann befindet ihr euch in einer Kammer. Ungefähr 15 Schritt in Länge, Breite und Höhe in sehr unregelmäßigen Formen, mal siebeneckig, mal fünfeckig, mal 13-zackig. Sie verfügt nicht über wirklich feste Wände, sondern eher Decke und Boden. Ist ringsum gänzlich von den bekannten Dornranken und dem lebendigen Stein gebildet. Ihr seht die dicken Adern, die sich hier pulsierend durch den Stein ziehen und in den Dornranken fließt sanft silbrig schimmernde Astralenergie. Ihr habt nicht wirklich an Licht gedacht, aber die Haare von Iserun schimmern so sehr stark, dass sich mittlerweile der Raum auch so ein bisschen erhellt und euch dann einen monströsen Körper im Zentrum der Kammer offenbart. Es wirkt wie der Leib einer gewaltigen Nacktschnecke aus schwarzem Stein, der bei der Länge von gut 5 Schritt gleichermaßen von pulsierenden Adern wie die Dornranken durchzogen ist, deren Ursprung er zu sein scheint. Der Architekt des Walds. Auf dem Rumpf sitzt ein grob menschlicher, muskelbepackter Oberkörper, der keinerlei Haut besitzt. Ihr könnt direkt auf das rohe Fleisch blicken, welches sich hier rot, feucht, schimmernd offenbart. An den Stellen, an denen normalerweise die Arme sitzen sollten, springen dicke Bündel von Dornranken, die durch den Raum getastet sind, immer wieder den Stein eintauchen. Der Kopf dieser gewaltigen Scheußlichkeit hat menschenähnliche Züge, besitzt aber keine Haut unter den Muskeln und trägt 4 Hörner. Die Augen der Kreatur leuchten glut und tiefrot, als er sich euch zuwendet und euch fixiert. Da sind wir also. Wir haben das Herz gefunden. Ja, widerlich. Es ist nicht das Widerlichste, das ich je gesehen habe. Raphim!
Ja. Horst Alvarans Scharfrichter, also seid ihr unsere. Macht dem Ding den Garaus. Ich befürchte, es wird sich wehren. Und wir decken euch. Na gut. Vielleicht sollte ich diesen Kampf anführen mit einem Schutzzauber. Seid mein, wie sagt man das ruhig, Tanzpartnerin hierfür? War das richtig? Vermutlich, ja, wieso nicht? Ja. Seht ihr, ich nehme noch diese ganzen Manieren von euch mit. Sehr gut. Bitte gebt mir einen Augenblick Zeit. Gut, alle anderen Waffen hoch, achtet auf diese Ranken. Das Wichtige ist, dass das Herz zerstört wird. Danach wird der Rest hoffentlich in sich zusammenklappen. Diese Ranken aus Humus sind leicht. Wäre etwas Kälte hilfreich. Ich würde mir Zeit lassen bei meinem Guardianum gegen Dämonen. Ich möchte nämlich die Reichweite um eine Kategorie senken, sodass wir halt so anderthalb Schritt haben und zumindest noch mit unseren Waffen umherfuchteln können. Ja. Wenn die Reichweite an die Kategorie senkst, hast du drei Schritt. Einen Schritt meine ich, sorry. Ja, das ist natürlich auch nicht besonders gut. Ja, dann muss ich... Nee, dann muss ich einen ganz normalen machen. Okay, ich lasse mir trotzdem Zeit. Ich würde gerne auch einen Amatrix wirken und mir Zeit lassen. Den auf 9 ASP. Während ihr euch selber vorbereitet und euch alle Zeit der Welt nehmt, könnt ihr erkennen, wie eine Treppe, die ihr eben noch gar nicht gesehen hattet, eine Person hinunterschreitet, die zumindest Yalan wiedererkennt. Wölfische Züge, langes schwarzes Haar, eine gezogene Waffe, ein Schwert der Tobria. Jelnan von Dunkelstein. Dunkelstein. Sulamin, deck mich! Und dann geht's los. Werde ich. Gut, dann baue ich gerade mal den Kampfplatz auf. Einen Moment. So, wo trage ich die drei, die ich aus dem Amatrix habe, nochmal ein? Du kannst ein neues Rüstungsteil hinten anlegen und es auch mit null Behinderung eintragen. Ah, das ist eine gute Idee. Oh, jetzt weiß ich, warum mein Captain so wenig Rüstung hatte. Ich hatte den Schaden aus Mengele's Abor noch eingetragen. Gut, dass ich danach gesehen habe. Ich muss das bei mir nochmal eben nachschauen, aber ich habe den jetzt erstmal auf die 10 gesetzt. Der nachgewürfelt ist eh als erster dran. Gut, wenn alle soweit sind, dann können wir beginnen. Mira ist dran, 10. Architekt zieht vor. Architekt möchte angreifen, und zwar auf HNSP mit Rankenschlag. Und ja, möchte Mira angreifen? Wahrscheinlich, ne? Nee, Mira bleibt erstmal bei Rafim, hat ja noch keine Befehle gekriegt. Gut, dann greift das Ding Geweihte an. Wir haben 1, 2, 3 Geweihte. Ich würfel mal ein W6. 4. Das ist Rafim. Rafim wird angegriffen. Muss gerade mal gucken. Ich glaube, das Ding hat nur 2 Stück. Genau, nur 2 Attacken pro Kampfrunde. Gegen unterschiedliche Gegner. Das ist ein sehr großer Gegner. Umschlungenes Opfer, bla bla. Gucken wir uns dann gleich an. Das heißt, ich würfel erstmal 2 W20. Die 1 ist nicht gut. Die 16 ist egal. Dann bestätige ich die 1 nochmal. Das könnte dann nämlich nur umschlingen werden. Das ist bestätigt. Nicht Tiere müssen nicht bestätigen. Dämonen, ja gut, Dämonen, ja, passt. Also Dämonen noch nicht. Ja, dann muss Rafim eine Ausweichenprobe gelingen, weil, wie gesagt, es ist ein sehr großer Gegner, auch mit seinen Rankenschlägen. Und ich glaube, das ist ein guter Moment für den Chip. Ich meine, gegenhalten kannst du ihn trotzdem. Muss gerade gucken. Wie ist das? Also, das ist doch eine dämonische Dornenranke, oder? Ja. Rafim steht neben mir. Oder habe ich meinen Zauber noch nicht zu Ende gewirkt? Habe ich den schon gewürfelt? Ich habe ihn noch nicht gesehen, dass du ihn gewürfelt hast. Ich habe ihn noch gar nicht gewürfelt, oder? Da oben. Der ist wahrscheinlich in der ganzen Initiative untergegangen. Ah doch, da steht der Guardiano. Mhm. Mit 3 Metern oder mit 1 Meter? 3. Also ein ganz gewöhnlicher Gegendämon. Gut, das heißt, dann kannst du selber nicht mitkämpfen, aber die anderen. Ja, dann, okay, ich muss gerade mal schauen. Ich lese es einfach mal vor. Ein umschlungenes Opfer kann sich mit einer KK-Probe oder GE plus 8 oder einer Ringenparade plus 8 befreien. Ein durchtrennender Ranke kann durch andere Helden den Griff lösen. Gelingt dies nicht, verliert das Opfer jede Kampfrunde eine Elipia und einen Punkt Zerkarian.
Wodurch der Daimonit eine Lippe hinzugewinnt. Oh. Aber dadurch, dass ihr aktuell noch Gegardianum seid, ist das leider wieder einmal nicht so sehr relevant. Er macht 2W6 plus 2 und die werden verdoppelt. Warum werden die verdoppelt? Weil er eine 1 gewürfelt hat. Crit. Ja, die 1, die 16. Sind 10 mal 2. Sind 20 Dämonenschau auf den Schild. Wird das auch verdoppelt, wenn er durch ein Manöver auslöst, also das Umschlingen? Ich weiß es auch nicht, ist egal. Auf den Schild juckt das doch jetzt kein. Sind 20 Schaden, dämonische Schaden auf den Schild. Ja, das macht dann 3 Punkte vom Schild weg. Gut, dann sind beide, die 16 lasse ich mal durch, auch wenn der 16, also gegen Galliamen trifft, dann will automatisch, aber passt. Gut, dann ist der Architekt erst einmal fertig. Mira. Ja, die bleibt stehen. Gut, Jalan. Ich wundere mich ein wenig, warum ich hier so weit vorne stehe und gehe erstmal 2 freie Schritte zurück. Oh Gott, ist es 1 zu 1? Nee, oder? Nee. 1 zu 10 nehme ich an? Ich habe einfach nur erstmal drauf gezogen. Ich gehe jetzt einmal 2 Schritte zurück und beginne eine Liturgie. Und zwar den Mannstrahl. Das dauert jetzt 10 Aktionen. Voltax. Ja, ich würde mich erstmal hinter die beiden bewegen. Ja. Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Und nächste Aktion? Beziehungsweise beide Aktionen benutze ich, um mich hierhin zu bewegen. Also, okay, ja, aber mir. Hat ja gesagt, ich soll hinter ihm gehen. Ich will jetzt mal abwarten. Was hören. Das passt aber 1 zu 10. Wir nehmen 1 zu 10. Wenn der Schraub, wenn, was hatte ich gesagt? Der 15 Schritt ist der Raum groß, ne? Mhm. Ja, dann passt das. Machen wir so. Aber mir. Ja, ich würde es von Verzögern abwarten, wie auch immer. Ja, kannst du nicht. 17. Jetzt bist du dran. Dann mache ich nicht. Ich mache warte ab. Dann sind die Werwölfe dran. Die ja, machen Sturmangriff. Muss mal gucken. Das sind jetzt 10 Meter. Das sind 15 Meter Sturmangriff auf Jalan. Nur einer. Ich bräuchte ein zweites Token, oder? Eins für die Initiative-Markierung und eins für den Kampfplatz. Kannst du die selber kopieren. Okay. Dann bist du. Kannst dich hinsetzen, wo du willst. Token anklicken, Copy-Paste. Ich hab dir schon aufgezogen. Haben wir mir doch jetzt erst okay, eins. Okay, danke. Ist okay. Der Gewalt mit der Liturgie braucht keine Deckung. Stellt euch alle hinter mich. Gut, dann kommt der Sturmangriff, wenn Kinder was machen möchte. Ist okay. Ja, du kannst nicht ausweichen, das sei denn... Danach habe ich meine zweite Aktion. Ich sehe, dass sie ihn Sturm angreifen will, oder? Obwohl, ich bin auch auf der 19, sehe ich das? Ja, du siehst das, klar. Ja, dann erste Aktion hier hin, den Mann abfangen. Aha. Ich bin gegen Sturmangriff. Nein, ich bin nicht Bischof. denk dran, wenn du ihn gegenhältst, kriegst du eine plus 6. Ach, ich will den wegparieren und dann wird er umgebracht. Dann stehst du aber zumindest nicht mehr im Gardianum von Iseron. Das ist, korrekt. Gut. Dann, ich beiß mal zu. Dann läuft er wohl gerade gegen dich gegen. Das ist ein freier Passierschlag. Ja, den, mal gucken. Ja, der dürfte reingehen. Ja, kannst du Schaden machen. Sind 19. Du hast keine Silberwaffen, ne? Aber geweiht, das ist egal. Okay, dann hast du das Chaos regelt. Wieso? Nee, ich glaube, Werwölfe sind nicht resistent pro Form. Geweihte Waffen machen normalen Schaden. Ja, aber bei uns sind alle Resistenzen ja eine Stufe niedriger. Also wenn Werwölfe resistent waren, sind sie jetzt nicht mehr. Ach so, okay, nee. Sorry. Also, ich weiß, dass es Silber, Zwergenmetall und Mondsilber. Ja, sind verletzend. Das sind verletzende Waffen, genau. Aber wenn du keine geweihte Waffe hast, machst du nur halben Schaden, weil die resistent gegen normale Waffen sind. Genau. Warum sind die Resistenzen hier gehausregelt? Nein. Doch? Die Immunitäten sind. Die Immunitäten. Ah, es geht nur um die Immunitäten, ja, damit du okay, Geister besiegen kannst. Daro ist dumm, macht weiter, ich bin schon ruhig. Gut, dann kannst du Schaden machen, sind 19 in den Werwolf. Ja. Ja. Dann hast du eine Aktion Bewegung, du musst es nicht parieren, könntest du prinzipiell noch was machen? Ja, in guter Tradition. Hau ich den Werwolf. Ja. Machen wir mal einen 6er Wuchtschlag. Oh, das gibt es ja nicht. Sehr gut. Kein Patzer. Merken wir uns mal. Kein Patzer, trotzdem noch plus 6. Iseron. Ich gönne mir einen verkürzten Armatrutz. Für eine Aktion? Jetzt schon mal.
Oder für zwei Aktionen? Nö, für zwei Aktionen, also dass ich diese Kampfrunde noch beschäftigt bin. Ich würde ruhig so mal den Werwolf hauen. Ja, drei Aktionen. Nie verkehrt. Aktion Position, hattest du das gemacht? Ja, ich habe drei Aktionen. Ja, aber du hast dich doch hinbewegt. Ja, das ist eine. Dann hat er den Werwolf gehauen, dann hat er erst noch eine. Ja. Ich habe ja meine dritte richtig. Aktion aus Waffenmeister. Ja, richtig, richtig. Wieso rufen wir den Armatrotz? Jawohl. Sulamin kann auch noch machen, zwar vorziehen. Von Jelan von Dunkelstein gibt es auch ein Nicken. Er zieht seine Waffe Grindur und knurrt dann nur noch einen Greifenmund. Und er stellt sich, clever wie er ist, an den Architekten. Würde dann den Rest für Paraden aufheben. Und erstmal nichts. Nochmal 14 Schaden in den Werwolf. Ja. Er heult auf. Und Trefferzone, linkes Bein, verliert sein linkes Bein, ist aber noch nicht tot. Versucht weiter nach dir zu schnappen. Dann ist Sulamin. Ja, Jalan hatte um Deckung gebeten, also fange ich meine Liturgie an. Die dauert 4 Aktionen, das heißt, ich bin erstmal 2 beschäftigt, wenn mich keiner draus bringt. Gut, dann nächste Kampfrunde. Architekt zieht vor mit der 14 und greift jetzt Sulamin an. Weil Geweihte und weil jetzt Liturgien geweckt werden. Ach komm, ich mach einmal. Denk dran, Sulamin, dass du vorhin vorziehen kannst, um deine Liturgie durchzubringen. Die braucht aber 4 Aktionen. Ja, du hast letzte Runde zwei. Wenn du diese Runde vorziehst, kriegst du beide vor ihm durch. Richtig. Weil du mehr als 8 in die Phasen vor ihm bist. Dann bist okay, du... dann hätte ich noch ein freies Ausweichen. Das heißt, ich hätte die Liturgie gerne vor ihm durchgebracht. Gut, dann kannst du das tun. Was möchtest du mit der Liturgie wirken? Den Rosenblütenregen. Was tut der? Der erzeugt eine Zone von 10 Schritt, in dem Rosenblüten fallen und die Sicht auf mich und alle, die nahe bei mir stehen, verdecken. Es erschwert Fernkampf und auch Nahkampfangriffe, wenn auch in geringerem Maße. Für alle? Ja, 10 Schritt Radius. Für die Angreifer gegen Zulamin? Es ist eine Zone, Z. Und die hat 10 Schritt Radius. Ich frage alle, ob es auch uns betrifft. Dafür ist die Liturgie da. Nein, die Frage ist, ob auch Abel mir jetzt mit einer Parade oder mit einer Attacke einen Buße rechnen muss. Nein, muss er nicht. Ach so. Weil es für Angriffe gegen Zulamin geht. Wenn es eine Zone ist, dann nicht, glaube ich. Dann nicht mehr, ne? Dann sind alle erschwert. Okay, können wir Zulamins Token eine Aura verpassen? Oh ja. Wir können auf alle Fälle einen Kreis um sie herumziehen in Rot. Es ist eine Zone, ja. Wie groß ist die Zone? Z, also 10 Schritt. Aber... Ist das der Durchmesser oder der Radius? Ich glaube der Durchmesser. Ich schau gleich nach. Aber hier steht nur Attacken gegen die Geweihte, das ist sehr seltsam. Weil dann wär's ja Reichweite G. Oder P. Hatte Kiara sie nicht ursprünglich gelernt, um seine Freunde zu schützen? Das aber hat sie, das ja, Argument. Aber hat sie nie benutzt. Und entsprechend hat Frosty sie auch nie gelesen. Also es geht vor allem gegen Angriffe gegen die Geweihte, wenn du es jetzt auf von... Also... Es ist halt, sie kann das Ziel nicht aufstufen, weil es Z ist, weil Z gibt eine Zone an. Das heißt, eigentlich müsste alles innerhalb von 10 Schritt betroffen sein. Ja. Ich meine, ich könnte die Zone größer machen, aber 10 Schritt reichen uns ja völlig. Das ist, glaube ich, einfach eine 10-Schritt-Zone, in der diese Blüten auftauchen und sie anzugreifen ist deswegen schwieriger. Genau. Das hat mit den anderen Leuten nichts zu tun. Richtig. Ja, aber dann müsste da eigentlich stehen, jeder innerhalb der Zone. Ja, das ist nur für sie. Für uns ist das unrelevant. Wir kriegen weder Bonusse auf... Also die kriegen weder Erschwernisse, wenn die uns angreifen, noch kriegen wir Erschwernisse, weil das nur auf sie geht. Zone ist, glaube ich, in dem Fall nur, wie es praktisch flach. Ja, aber Fernkampfangriffe gegen sie sind ja trotzdem erschwert, auch von außerhalb der Zone. Ja, das ist richtig, ja, aber richtig. Nur gegen sie. Aber das ist ja... Sie. Hä? Das ist eine göttliche Wirkung. Der Blütenregen will sie schützen. Aber der wirkt nicht auf eine Person, er wirkt auf die Zone. Wenn nur sie geschützt wäre, wäre die Reichweite G oder P. Und ja, dann machen wir es jetzt erstmal auf alle, die in der Zone stehen. Das gibt dann aber auch Mali für euch. Wenn wir angreifen, ja. Wenn ihr angreift, genau. Zum Glück greife ich ja nicht an. Ja, das ist richtig. Also es sind Radius 10 Schritt, nicht Durchmesser. Ich habe gerade nachgesehen. Okay. Als würde Boltax angreifen. Das würde irgendwer von Boltax greift nicht an, Boltax greift nur zu. Ja.
Gut, dann hast du vorgezogen. Ja gut, dann schauen wir uns die Erschwernisse an und ob es überhaupt klappt, oder? Richtig. Todeswahl. Ich gebe dir da eine plus 10. Ne, plus was ist maximal? Schwarze Lande 7. Mindestens 7. Gib dir eine plus 10. Ist es eine Notlage? Rafim ist gerade gegrapscht worden. Ich würde sagen schon. Okay, dann sind wir bei einer 7er Erschwernis. Dann ist es eine Grad 2 Liturgie. Dann sind wir bei einer 9er Erschwernis. Und ich glaube, weitere Dinge sind nicht relevant. Es ist kein göttlicher oder kirchlicher Auftrag, oder? Nein. Gut, dann denke ich, es ist eine 9er Erschwernis. Aber greift das harmonisch ins Weltgeschehen ein? Ja. Ja, das ist eine Minus 2. Das heißt, sehr schön. Dann ist es noch plus 7. Es ist gelungen. Gelungen? Es sind 8 Punkte übrig. Das dann kommst bedeutet, du 1W3 plus 1 Schaden. Und beschreib bitte, was auch du sagst. Beziehungsweise wir hatten 1W3 ausgemacht. Oder so, ja. Der hier, oder? Nee, 1W6 halbieren. Das kann ich auch machen. 5 sind 6 und 3. Das sind dann 3. Dann beschreib bitte das Gebet und was du tust. Gut, erstes Regeltechnische. Das Ganze hält maximal 80 Kampfrunden. Nahkampfangriffe sind um 4 Punkte erschwert. Fernkampfangriffe sind um 9 erschwert. Also 4 plus 5. Und ja, wie das Ganze aussieht. Zulamin hat einen angelaufenen Ritualdolch mit thulamidischen Schriftzeichen auf der Klinge hervorgeholt und zieht sich den zähnefletschend einmal über die linke Handfläche. Mit dem Blut besprengt sie in so einem weiten Halbkreis den Boden vor sich und stimmt einen kehligen Gesang an. Ihre Stimme, die ihr ja mittlerweile recht gut kennt, klingt in diesem Gesang fremd, fast männlich und halt ganz seltsam in diesem unterirdischen Raum. Und naja, ich weiß nicht, vielleicht guckt der eine oder andere erstaunt nach oben, wenn sich plötzlich sacht die ersten Blütenblätter auf eure Schultern legen. Und ja, es fängt an zu schneien, aber es ist kein Schnee, sondern es sind blutrote Blütenblätter, die da von der Decke herabfallen. Und in diese Blütenblätter fährt dann ein Wind und bildet einen wirbelnden Strudel, in dessen Zentrum Zulamin steht. Also die rote Göttin gewährt ihrer Erwählten Schutz. Ihr und allen, die mit ihr streiten. Zulamin steckt ihren Dolch weg und zieht stattdessen den Säbel. Gut, dann ist der Architekt weiter dran, zieht vor und wirkt Magie. Ihr könnt erkennen, wie der Boden um euch herum flüssig wird und das Gestein weicher hier einsinkt, langsam, nach und nach. Jarlan ist dran. Jarlan wirkt weiter Magie. Mira, Befehl? Liturgie, dritte, vierte Aktion. Gut. Mira folgt erstmal nur Rafim. Tut sie. Boltax 15. Ja, ich würde mich mal orientieren. Also nur, dass ich das ganze Geschehen überblicke und dann auch mitbekomme, dass sich überhaupt der Boden zu verformen beginnt, dass das wohl auf den Architekten zurückgeht. Würfel mal eine, es ist eigentlich, ja doch, eine Steinmetz. Ich will keinen Bergbau, es ist eine Steinmetzprobe. Auch wenn der Raum sehr chaotisch aussieht. Alles klar. Du blickst nach oben, hast eigentlich eher Blick für die Blüten, kannst wohl aber auch erkennen, dass die Steine langsam nachgeben, die dort oben sitzen und vielleicht herausbrechen könnten. Aber mir 17. Ich hatte von den Armaturz gewirkt, war es vor dem Kampf oder muss ich den jetzt nochmal würfeln? Du müsstest ihn jetzt würfeln. Oder wenn du ihn schon gewürfelt hast, dann jetzt die Aktion benutzen. Genau. Gut, dann brauchst du jetzt aber die Aktion dafür. Gut, wie viel? Eine? Zwei? Der dauert 3 Aktionen normalerweise. Dann. Ja, ich kann ich mich
behutsam aus diesem verflüssigten Gestein herausbewegen oder unterbricht das meine Konzentration? Müsstest eine Aktion aufwenden, aber du müsstest sicherlich jede Aktion oder jede Kampfrunde eine Aktion aufwenden. Zumindest merkst du, wie du jetzt langsam einsinkst. Das erschwert definitiv den Kampf. Ja, wie gesagt, würde ich dann mir Zeit lassen zur Not irgendwie und mich herausbewegen aus diesem Kreis. Aus gut. Diesem das würde ich mit meiner zweiten Aktion auch gerne machen. Okay, der Werwolf kann auch ein weiteres Mal zubeißen und würde das gerne tun gegen Rafim. Ja, ich würde gerne vorziehen. Ja, tu das. Der Fakt geschuldet, dass jetzt ja alles sehr schwer ist, möchte ich das Vieh einfach mal so hauen. Ja, deine plus 6 aus dem Wucht hast du schon weggemacht, ne? Genau. Das ist mit einer plus 4. Ist da schon der Modifier drin? Das ist der von Zulamin. Der von Zulamin und dann noch zusätzlich der von dem Schlickboden, das ist eine plus 2. Dann hast du es noch plus minus 0 geschafft und versucht da auszuweichen. Und schafft es tatsächlich mit einer kein freien Ausweichenprobe, weil es nicht bestätigt ist, aber er kann drunter durchtauchen. Brech. Und dann beißt er zu. Brech. Und schafft es nicht. Dann möchte ich ihn nochmal hauen. Ja. Um 6 erschwert ist das dann richtig. Ich würfel aber auch ganz knapp. Ja, dann kannst du Trefferzone würfeln und die Szene beschreiben, denn auch das reicht für einen Werwolf. Der Rafim reißt sich noch mit der einen Hand irgendwelche Blüten aus dem Auge, sieht das Vieh nach ihm schnappen, springt zur Seite und trennt dem Vieh den anderen Arm ab. Das Vieh sinkt erstmal zu Boden. Sprung jetzt näher! Und dann würde Rafim erstmal diese Runde noch abwarten. Wie weit kann ich mich bewegen, diesem Zeug? Hälfte GS. Ja, ich möchte gerne vorziehen, mich neben Rafim bewegen und dann können wir uns in unserer jeweils zweiten Aktion nämlich gemeinsam nach vorne bewegen. Ja, eine Aktion heran und dann gemeinsam nach vorne. Genau, Rafim, du kannst uns zusammen da hinschicken, wenn du möchtest. Der abgeschlagene, abgetrennte Arm von dem Werwolf verwandelt sich wohl auch wieder schon zurück in einen menschlichen, sehr behaarten Arm. Der Rest des Wolfes, des Werwolfes, bleibt wohl noch so ein bisschen tierisch, wird aber auch so nach und nach dann wieder menschliche, humanoide Gesichtszüge annehmen. Sieht aber sehr, sehr widerlich aus in dieser Transmutation. Iseron bewegt sich gemeinsam mit ihm mit. Können wir überhaupt so nah an das Vieh ranlaufen wegen dem Guardianum oder werden wir... Drei Meter vor ihm. Also ich muss halt 3 Meter vor ihm stehen bleiben, aber... Ja. Lass mich schon mal gucken. Genau, also zur Not stelle ich mich dann halt... zwischen dich und Jelnern oder so. Genau, ich würde mich erstmal so hinstellen. Gut, dann hast du keine Aktion Position mehr, keine Angriffe mehr. Dann kommt Jelnern. Iseron ist nämlich auch durch. Jelnern macht 1-2 Aktion freier Schritt und schlägt dann mit Grindur zu zweimal. Und ich gebe mir einen Wuchtschlag. Erstmal einen Wuchtschlag 3. Willst du mich verarschen? Ja, mein Junge. Jelner hat einen Schicksalspunkt. Er benutzt den Schicksalspunkt. Der Sack. Und das schafft er. Das ist ein Wuchtschlag 3, sind 14 TP. Das erste Mal. Wohin? Da musst du mal würfeln. Genau, du mal bitte. Den Torso. 14 in den Torso. Ja. Und dann macht er einen Wuchtschlag 1. Umgewandelt mit Grindur. Und schafft das auch. Ja. Sind 6 TP. Egal. Ja, habe ich mir gedacht. Gut, dann hat auch Jelnan vorgezogen, Zulamin. Hat auch vorgezogen, dieses Mal hat ihren Blütenregen durchgebracht. Nächste Kampfrunde. Ich würde noch gerne meine freie Aktion für einen Schritt nach vorne benutzen. Oder einen halben. Das geht, ja. Mira. Ja, in Treue, wir laufen Paparafie mit der Manier, läuft man erstmal Paparafie mit der. Der Architekt also, ist dran. Also ist okay. Am Ende der Runde? Genau, Ende der Runde. Dein Blütenregen ist jetzt dran, beziehungsweise du hast jetzt ja wieder 2 freie Aktionen. Du könntest vorziehen. Ich habe 3 freie Aktionen. Sind wir am Anfang der neuen Runde? Neue Kampfrunde, genau. Ja.